Es ist mal wieder soweit. Ein neues Gebiet will erforscht werden. Herzlich willkommen zurück bei Enderlilies im, verdammt, schlecht vorbereitet. Verbotenen, wie heißt es hier? Untergrundlabor. Ja, nee, das ist es nicht ganz. Ich glaube, verbotene Land, verbotene Areal. Ist auf jeden Fall super verboten, dass wir hier unten sind. Und hier müssen wir uns jetzt, warte mal, ich muss mich orientieren. Nach links geht's weiter, aber hier rechts ist auch noch Bums. Hier sind wir auf jeden Fall letzte Folge rausgekommen. Verbotene Gebiet, das is it. So, Aktivitäten im verbotenen Gebiet. An meine geschätzten Kollegen im verbotenen Gebiet. Die Nachforschungen dort sind überaus aufregend, jedoch bergen sie Gefahren. Magier, die eine Erlaubnis haben, im verbotenen Gebiet zu verkehren, haben... Okay. ...haben die bereitgestellten Schutzmasken zu tragen. Diese werden im Labor gelagert, doch da ihre Anzahl begrenzt ist, bitten wir um fürsorglichen Umgang mit ihnen. So. Ich weiß gar nicht genau, ob wir das... Nee, das haben wir letzte Folge noch nicht gelesen. Diese Maske haben wir nämlich, glaube ich, auch schon. Ich gucke mal gerade, ob wir das ausgerüstet haben. Hier. Naja, gut, Maske des Ketzers. Aber hier stand ja, diese Maske trugen einige Magier, als sie das verbotene Gebiet betraten. Sie soll den Träger vor den starken Giften dort schützen. Ich würde schon behaupten, dass das ist, was wir brauchen. Ich will jetzt mal direkt gucken, ob wir hier... Ja. Also wir bekommen deutlich weniger Schaden. Ist schon nicht verkehrt. Aber hier ist, glaube ich, nichts Spannendes, ne? Okay. Aber gut zu wissen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass wir gar keinen Schaden mehr in den Bums bekommen. Aber nun gut. Ich glaube, das stand aber auch nur im... Was ist das denn? Eine gemeine Knolle. Hallo? Ah, okay. Ja, alles. Oh Gott. Oh, ach, Herr Jemini. Ach, Herr Jemini, okay. Ja, okay, da müssen wir uns irgendwie durchschlängeln. Okay, die explodieren, dann okay, das bekomme ich ab. Ich weiß nicht, sind diese Giftwolken hier jetzt vielleicht nicht mehr so schädlich? Ich traue mich halt nicht. Tatsächlich, okay, in den Giftwolken können wir drinstehen oder es war einfach gerade glückliches Timing, eins von beidem. Ich würde sagen, bevor wir weiter nach unten gehen, arbeiten wir uns erstmal horizontal hier durch. Das wird ja jetzt wieder... Wow, ah, okay. Okay, das ist der Nebel, von dem gesprochen wurde. Aber da bekommen wir jetzt... Oh, okay. Davon kriegen wir nicht weniger Schaden. Moment, stopp. Okay, Moment. Der Nebel macht weniger Schaden, das Vieh natürlich nicht. Macht sogar ziemlich viel Schaden. Alto, Benny. Meine Güte, das ist aber hier... Aber ein ganz schöner Krawallschlund. Hier durch. Na, jetzt macht er sein... Ah, okay, das geht aber ein bisschen mehr nach hinten. Ja, verstehe, verstehe. Okay, okay. Neue Gegner müssen natürlich erstmal gelernt werden. Ich glaube, ihr hattet auch gesagt, dass Gelrot hier unten nicht sonderlich wichtig ist, weil wir hier zackig sein müssen. Und ihr hattet noch irgendwas gesagt. Ich kann mich ehrlich gesagt gerade nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall, was die Erkundung an sich angeht, weil das, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Also wir werden natürlich nicht jeden Raum komplett durchkundschaften. Ach, hier schon wieder so eine Tür. Wir nehmen natürlich so viel mit, wie geht, aber wir werden es jetzt natürlich auch nicht auf 100% durchspielen. Das ist halt so wie bei Hollow Knight. Wir gucken uns so viel an, wie geht, bis wir nicht mehr wollen. Oder nicht mehr können. Eins von beidem wird zuerst eintreten. Das ist furchtbar. Das ist. Dieser Zeitdruck macht mich wahnsinnig. Wie viel Schaden? Nee, Moment. Macht das überhaupt Schaden? Ich kann. Ja, ich glaube schon, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh! Gut, damit haben wir den Beweis. Das macht Schaden. Ich hätte mich von dem blöden Wurm nicht treffen lassen dürfen. Ah, ärgerlich. Aber na gut. Würde ich sagen, schleichen wir uns einfach durch. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Doch hier, wir müssen den Typen links, den müssen wir ja gar nicht machen. So, den machen wir aber mal sicherheitshalber. Oh Gott, oh Gott.
Eieiei. Das ist auf jeden Fall ein richtig fieses Vieh. Den mag ich nicht. Den mag ich überhaupt nicht. Die Frage, wann bekommen wir denn hier mal eine Ecke, wo nicht der Nebel ist? Das ist so eine Art Checkpoint, das wäre ganz gut. Wir sind ja auch wenigstens so lieb und haben hier überall die Heilpflanzen. Wir sind jetzt schon, glaube ich, an zwei Stationen vorbeigekommen, wo wir das aufladen konnten. Lass mal was runter. Wunderbar. Ja, geht doch zackig alles. Ah ja, ach ja, guck mal. Hier ist, okay, alles klar. Hier hört der Nebel auf. Und hier fängt... Warum habe ich denn da links wieder die Nebeloptik? Da ist doch gar kein Nebel. Okay, dem Game nach ist hier Nebel. Können wir nichts machen. Aber, ne, wie gesagt, sind überall so Blümchen verteilt. Oh, ungemeiner. Überhaupt gar keine Herausforderung für uns. Wir sind einfach viel zu krass. Ist das ein Riesenknochen gerade im Hintergrund? Würde mich auch gar nicht wundern. Ja, scheiße. Oh, die verstecken sich hier immer so. Oh, Mimmelswind. Ich habe ihn gesehen, aber da war ich schon am Fallen. Warte mal, geht's da rein? Ja, schade. Ich versuche hier eigentlich immer nur so schnell wie möglich in den nächsten Abschnitt zu kommen. Wo wir nichts mehr mit dem Nebel... Ja, genau sowas hier. Schade, das hätte auch ein Sportcut sein können. Wäre ruhig mal angebracht. Die unnötigsten Hits, die wir hier passieren. Geht das hier? Bin doch gefühlt gleich schon wieder oben raus aus dem Gelände. So. Guck mal, das ist ja fast besinnlich hier. Alter, ich muss doch mal ganz kurz rüber. Ich bin nicht rübergegangen! Scheiße. Wie blöd von mir. Okay, du hast dich auch regeneriert. Alles klar. Ist nur fair. Ist nur fair, muss ich zugeben. Ja, komm, wir machen den mal weg, bevor da noch irgendwas passiert. Jetzt hau ich aber auch wirklich in alles rein. So, ja, wir bleiben mal oben. Ich würde sagen, erstmal geht's nach oben und dann schauen wir uns alles, was unten passiert, an. So, das kann Irene übernehmen. Wir könnten überlegen, ob wir hier einen Ritterspoil, den Julius, vielleicht mitnehmen. Vielleicht eine schlechte Idee. Nicht schon wieder so einer. Was, der Nebel dort ist so gefährlich, darfst du nicht einatmen. Da habe ich gerade wirklich gar keine Zeit für irgendwelchen Beitrag. Hätten wir doch nur ein Magieobjekt, das von Nebel schützt. Haben wir doch. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Oh, hoppala. Den da unten machen wir auch noch weg. Den habe ich nicht vergessen. Das ist einfach mit die Rede. So. Wir wissen, was hier oben ist. Das ist doch... Ah. Geht's aber wirklich super weit nach oben. Warte mal. Ja, guck mal, tatsächlich. Das ist... Oh, das ist die Verbindung darüber. Ach, wie krass. Okay. Okay, okay, okay. Das wollen wir uns natürlich holen, das Shortcut. Auch wenn wir es jetzt gerade gar nicht brauchen. Lieber haben als brauchen. Lieber haben als brauchen. Ach, verdammt. Ohne Moment. Ich muss einen klitzekleinen Cut vornehmen. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe mir einen Tee gemacht und hatte aber meine Teebeutelablage nicht vor Ort. So, jetzt vermöbeln wir den Kollegen hier. Kann ja so schnell nicht sein. Ich nehme alles zurück. Okay. Was zum Geier? Trifft das? Es trifft. Ah. Ist das Cheese? Ich weiß nicht. Manche würden sagen, ja. Ich würde sagen, ganz im Sinne des Entwicklers. Und dann können wir uns nämlich
Ach nee, scheiße. Ach Mann, oh, ich dachte, wir können... Hä, können wir von hier nicht das Tor aufmachen? Ach nee, das war so ein Timing-Door, ne? So ein Timing-Door. Mhm, klar. Also ihr wisst, was ich meine. Das war mit einem Hebel, ne? Und wir müssen da durchdüsen. Aber wie war denn das hier? So. Nee, Quatsch. Ach ja. So, aber das ist... Nee, es ist trotzdem mit Timing. Wir können ja jederzeit zu dem Safe Point zurückreisen. Das heißt, wir gucken einfach mal, ob wir das permanent offen lassen können. Wenn wir da jetzt zackig rüberdüsen. Nee, das passt doch nicht. Ist das jetzt... Ich glaube nicht, dass das permanent offen bleibt. Nee, ist ja auch egal. Wir kommen von beiden Seiten da jetzt hin. Mit dem Dash sollte das kein Problem sein. Dann bleibt das jetzt so. So, jetzt ist nur die Frage. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal eine kleine Speicherung. Und dann checken wir mal die Karte. So, 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 so. Da gibt es einige Wege. Ach, hey, nee, nee. Ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten. Und von links nach rechts. Beziehungsweise von rechts nach links. Wird schon passen. Wir werden uns hier einfach mal jeden Raum angucken. Also ich möchte zumindest die Räume, die Wege aufgedeckt haben. Wie gesagt, wir werden nicht jeden Raum zu 100% erkunden. Aber halt so viel wie geht, ohne dass es irgendwie frustig wird. Jetzt ist nur die Frage. Hoppala. Mit dem einen Typen will ich nicht kämpfen. Ich gehe hier einfach mal rüber. Ach, guck mal. Unreines Sediment. Ja, her damit. Wir müssen ja nicht jeden Gegner töten. Ist ja... Können hier machen, was wir wollen. Mehr oder weniger. Der wird getötet, weil er mich angeschubst hat. Und der, weil er es gewagt hat, hier runter zu kommen. So, aber den Kollegen hier drüben, den werde ich schön in Ruhe lassen. Ich wüsste halt gerne, wie wir nach links durchkommen sollen. Das, müssen wir gleich mal gucken, wenn wir da drüben sind. Erstmal muss der Kollege hier aus dem Weg. Wir müssten dringend den Ritter, also das Schwert, nochmal aufdüseln. Es ist an der Zeit für mehr Damage. Wie ging es denn? Ach, hier geht's nach links. Ja, okay, alles klar. Alles klärchen. Oh, hoppala. Oh, oh Gott. Welch Malheur. Hunde. Okay, hier unten. Ja, hier unten ist alles gut. Ach, hey, Jemini. Uff. Ich bin hier gecheased. Gut aus. Ach, ich liebe einen guten Cheese. Ah, guck mal, der hat direkt. Oh Gott. Warte mal, den machen wir erstmal kurz weg. Der hält ein bisschen was aus. So. Das ist direkt die Verbindung runter in den anderen Raum. Alles klar. Ach, verdammt. Oh, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Oh, wir haben ein Problem. Wir müssen mal kurz heilen. Das traue ich bei den Gegnern nicht. Das ist zu wahrscheinlich, dass uns da irgendwas trifft. Was trifft denn Irene? Was pulsiert denn da im Hintergrund? Egal, wir watschen hier irgendwie durch. Es wird schon irgendwie passen. Schon lange keine Fake-Runde mehr gefunden, ne? War jetzt so gut. Den treffen wir nicht. Na gut, ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir gehen hier rechts. Ah, ist das so clever? Nee, Moment, das ist überhaupt nicht clever. Oh Gott. Aber hier bekommen wir auch weniger Schaden. Alles gut, wir schaffen das. Ja gut, dann geht's halt hier weiter runter. Ich dachte halt, dass wir irgendwie... Und im Raum rechts, da geht's ja auch noch irgendwie eine Etage nach unten. Dass wir da irgendwie hinkommen. Anscheinend nicht. So viel aus. Wie geht denn das hier?
So viel dazu, dass man Gelrod hier nicht bräuchte. So, warte mal. Das ist ein Aufzug. Da geht's. Ah, da geht's nach rechts. Das holen. Ja, warte, holen wir uns das wirklich? Ich fahre einmal rüber für den Fall, dass da irgendwie. Dass wir von der Seite irgendwas aktivieren müssen. Der sieht nicht so aus, ne? Ne, wir werden hier einfach angekommen. Das sind schon wieder diese. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das sieht aus wie irgendeine Knolle, die da rumfurzt. Nee, nee. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Also. Ach, natürlich sind da auch noch Viecher drin. Es ergibt immer mehr Sinn, warum das hier das verbotene Gebiet ist. Aber warte mal, wir haben ja hier linksseitig noch einen Abschnitt, wo wir hin können. Oh, hallo. Ah, ist auch noch so einer. Okay, ja, der Move ist gut. Und was sehe ich denn? Sekunde, das müssen wir von hier, glaube ich, starten. Dann von hier. Yes! Okay, okay. Oh Gott, oh Gott. Oh! Nein, 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 nein! Pause, Spielstopp, halt! Nein! Aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Okay, den schaffen wir. Ja, komm, das machen wir jetzt einfach mit Irene. Sicher ist sicher. Hier einmal schnell runter. Ah, oh Gott, ich brauche ein Gebiet, wo ich wieder atmen kann. Hallo, Hilfe. Okay, so weit, so gut. So weit, so gut. Um Himmels Willen. Also, da haben wir jetzt viel auf der Strecke gelassen, glaube ich. Das ist aber okay. Da kümmern wir uns mal anders drum. Wenn die Zeit dafür da ist. So, den machen wir weg. Und jetzt nochmal hier sammeln. Also. Nee, da ist gar nicht so. Ja, gut, da wird es wahrscheinlich einiges zu erkunden geben. Aber tatsächlich sind wir einfach nur in den unteren Raum geplumpst. Na gut. Dann weiter runter. Nee, 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 das ist doch. Na, das trifft mich dann. Okay. Oh Gott. Was ist das denn für ein Abschnitt? Was soll das denn? Ist ja fürchterlich. Warte mal, wo war das? Wir sind links runter. Oh, das ist ja schrecklich. Ganz furchtbarer Abschnitt. Sofort wieder dahin. Ich meine, die Wege sind ja jetzt offen. Wir kommen da jetzt relativ. Also, kann man jetzt auch gerade, ja. Schnell genug durch. Ich hab nicht damit gerechnet, dass da unten so ein Dickmann ist. Aber na gut. Nee, hab ich wirklich gar keine Zeit für so kleine Pupsviechers hier. Keine Zeit. Nein, nein. Überhaupt gar keine Zeit. Das wird jetzt hier ein Speedrun. Oh, wie ärgerlich. Nicht hier richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Jetzt müssen wir schnell heilen. Und dann einfach durchdüsen. Warte, es ging hier lang. Bei unserem Glück kriegen wir jetzt so viel. Das ist alles Schaden, den wir uns nicht erlauben können. Ich weiß nicht, wo lang ich bin. Wird schon passen. Nee, das ist es. Hier waren wir noch nicht. Na gut. Das sieht nach einem Bosskampf aus, oder? Erstmal lesen. Fans Aufzeichnungen Teil 4. Eine Infektion mit der Unreinheit durch Kontakt mit der verunreinigten Weißpriesterin ist zwar nicht möglich, jedoch weisen die unreinen Sarkome, die ich aus ihrem Gewebe entnahm, einige Unterschiede zu denen von Unreinen auf. Okay. Erstaunlicherweise unterdrücken sie das Fortschreiten der Unreinheit und ihre Auswirkungen auf den Verstand. Man könnte fast sagen, dass sie mit der Unreinheit, die wir bisher kennen, kaum etwas gemein haben. Vielleicht kann uns dieses Wissen helfen, das verlorene Bewusstsein von Unreinen und von Miriel wieder zu erlangen. Miriel? Who the fuck ist Miriel? Oh, das ist eine Bank. Oh, gesegnet seien die Götter, wenn es welche gibt in dieser Welt. So. Das ist gut. Dann können wir hier auf jeden Fall auch schon mal schnell hinreisen. Ich nehme an, für den Weg runter müssen wir hier durch das rote Wasser.
Oder haben wir... Ach nee, Quatsch, wir sind ja noch im falschen Raum. Moment mal. Wir sind ja jetzt hier erstmal... Ja, dann kämpfen wir uns an denen nochmal kurz vorbei. Auch da, ich habe da gar keine Zeit für. Moment, jetzt will ich einmal kurz gucken, was hier drüben ist. Ah, alles klar. Gut. Da kommt hier schon der Dickmann. Ach nee, hier kann man erst lernen. Ja. Alles klar. Alles klar. Jetzt können wir uns überlegen. Runter zum Dickmann. Ja, komm, den vermöbeln wir schnell. Das macht ordentlich Damage. Das war ordentlich. Alter. Ach du Scheiße. Wie kriegen wir den denn schnell genug kaputt? Beziehungsweise, wie kriegen wir da seine Peitsche gedodged? Wir könnten natürlich, wenn wir von oben runterstürzen, könnten wir so einen Drop-Attack machen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber da wird ja auch nicht reichen. Fragen über Fragen. Ich würde sagen, Aggression ist wie immer die Antwort. Hacken, hacken, hacken. Okay, im richtigen Moment. Okay, einfach im richtigen Moment. Dashen, easy peasy, lemon squeezy. Gar keine Herausforderung. Jetzt haben wir hier. Da können wir uns hochziehen. Hier gibt es ein bisschen Heilung. Den geheimen Weg. Mann, ich will mal wieder einen geheimen Weg haben. Ah, okay. Da ist es hier von der anderen Seite. Ich verstehe. Oh, aber warte mal, hier geht es ja noch. Huch. Hier geht es ja noch viel weiter hoch. Oh Gott. Was? Was ist? Achso, unrecht. Ich bin jedes Mal aufs Neue verwirrt, wenn irgendwo jemand was sagt. So, das war einfach... Ja gut, das haben wir einfach nicht gefunden. Ja, dann... Oh, sowas liebe ich ja, ne? So. Jetzt können wir hier aber noch weiter runter. Kann nur gut sein. Immer weiter runter. Das ist immer eine gute Idee. Scheiße! Ich hätte erst den Feuerspucker auf der rechten Seite kaputt machen sollen. Also man muss sich halt echt dran gewöhnen, dass die, ich glaube, das sind die einzigen Gegner, außer dieser etwas krassere Ritter mit Schild, die direkt auf der anderen Seite nochmal zuschlagen. Sei denn natürlich, der macht seine Attacke, wo der irgendwie hochschlägt. Ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Ritter zusammen der einzige Gegner ist, der das macht. Oh, und das Ding müssen wir auch nochmal kaputt machen. Na klar, auf einmal hat er hier noch mehr... Gott im Himmel! Oh, Herr Jemini. Wer hier Fuchsteufelswill. So, ich muss mir auch mal angewöhnen, diesen Dash weiter zu benutzen. Ich mache die ganze Zeit diese Mini-Dashes. Wir haben doch den besten Dash der Welt. Zack, wir machen erstmal den Kollegen weg. Genau. So, so. Ja, okay. Bin mir bei denen nicht ganz sicher. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Ruhe walten lassen. So. Der ist hier lieber. Den machen wir auch schnell. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal nach rechts den Ausgang abchecken. So. Hallo, was da hinten los? Krawall. Da kommen wir nicht drauf. Ach Gott, hier sind ja... Wieso sind denn hier so viele davon? Na klar, trifft das. Natürlich. So, weißt du was? Dann wirst du gecheased. Wenn du dich so verhältst. Ja. Nee. Dann muss ich auch zu... Och, Scheiße. So eine Kacke. Warte mal, wie machen wir das? Das können wir doch eigentlich so machen. Treffen wir überhaupt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass wir treffen. Gut, okay.
Oh, doch, wir haben getroffen. Autsch. Okay, dann frage ich gar nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott, ich habe furchtbar Angst, dass ich getroffen werde. Es ist, glaube ich, nur noch ein Hit und dann sind wir down. Oh, okay. Gott sei Dank. Oh, Alter, 100. 100 und ein Element. Alles klar. Könnten wir auch noch mal gucken, ob wir inzwischen was aufdüseln können. Ich glaube aber, wir haben echt einiges ausgegeben inzwischen. Können wir die kaputt machen? Na klar, selbstverständlich. Wieso gibt es denn so viele von denen hier unten? Das ist ja furchtbar. Trifft der mich hier? Ja, 100. Da unten ist ja noch einer. Was soll das denn? Sekunde mal. Sekunde mal, Sekunde mal, Sekunde mal, Sekunde mal. Okay, wir machen den hier weg. So, Irene kann den... Okay. Das wird zu brenzlig. Das wird viel zu brenzlig. Ach du, warum denn? Das ist ja schrecklich hier unten. Das ist ja fürchterlich. Oh, ist aber wirklich, wir spielen hier... Eieiei, ein ganz gefährliches Spiel. Ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht genug Irene-Aufladung. Wir waren's! Wir waren's! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte sag mir, dass da was Cooles ist. Ach nee, das ist überhaupt nicht cool. Das ist super lame. Bin ich hier sicher vor seinem Schlag, ist die Frage. Okay. Bin ich? Okay, er steckt links und rechts. Natürlich. Oh, oh Mann, oh Mann. Das war so klar. Es war so klar, dass das passiert. Ach Gott. Nee, wir gucken uns erstmal den Weg nach unten an. Das ist ja schrecklich. Wieso sind denn hier so viele von diesen Tumorwesen? Und dann haben die auch noch so fiese Sachen. Fiese Skills. Bin ich nicht drauf eingestellt. Ohne mich. Keine Zeit für euch. Überhaupt gar keine Zeit. Ach, die müssen was machen. Aber das geht. Nein, da kommt die. Oh. Oh, sind die ein Stress. Hey, Jemini. So, hier einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Machen wir mal kurz weg. Der kann da oben versauern. Nicht runterkommen! So war das. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ah, Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind wir? Sind wir hier cool? Aber warte mal. Und dann auch noch. Och nee, das ist so ein. Oh, ich krieg die Krieg. Ich hab's nicht geschafft, mich zu konzentrieren. Nein, scheiße. Was ist denn das für ein furchtbares Gebiet? Warte mal, warte mal, warte mal. Wir sind ja auch schon wieder irgendwo falsch abgebogen. In diesen Arena-Raum, da waren wir ja noch gar nicht. Wir sind irgendwie... irgendwie sind wir weiter nach unten gekommen. Oh, egal, warte mal. Wir müssen hoppala, hoppala, hoppala. Nur kurz die Füße verbrannt. Hier ist wahrscheinlich auch irgendwas, wenn wir durch das Wasser uns durchkämpfen. So, genau, ihmchen. Das ist aber relativ easy machbar. Genau, dann macht er den. Ja, okay. Da haben wir, da ist der Rhythmus mehr oder weniger raus. Es ist halt nur, in dem Arena-Raum ist ja direkt auch noch so ein Fliegennest. Das sorgt halt einfach nur für zusätzlichen Stress. Jetzt aufpassen, dass der Typ nicht wieder mit runterkommt. Und diesmal geht es direkt hier rechts weiter. Wir lassen aber mehr oder weniger alles stehen. Genau, hier waren wir eben. Zack, zack. Und dann können wir... Ja, genau.
Ja, mehr oder weniger so ist das eben passiert. Boah, das ist ja schrecklich, das Gebiet. So, ich will jetzt einfach nur hier runter. Oh Mann, oh. Aber egal, das... Achtung, da kommen die Spikes. Oh nee, macht er nicht. Okay. Hätte ich jetzt fest mitgerechnet. Da kommen die Spikes. Und jetzt machen wir mal schnell kaputt. So, sehr schön. Okay, Progress. Zumindest ein wenig. Ich wollte das irgendwie mal kombinieren. Ein bisschen. Ein wenig. Nichts von all dem. Oh, so, was hängt da oben? Da ist so eine Qualle. Aber jetzt können wir nochmal testen. Nee, wir bekommen wirklich keinen Schaden mehr in dem... Doch. Hilfe, es ist eine Schräge. Meine Nemesis. Das ist eine panische Folge. Meine Güte. Ich will doch einfach nur... Ich würde gerne noch einen Safe Point finden. Ist das okay? Checkpoint. Das ist, was ich sagen wollte. Kriegen wir das hin? Oh, da unten sind schon wieder diese Ekeldinger. Hier rechts habe ich keine Ahnung, was da ist. Aber die können wir ja wenigstens mit... Oh Gott, wie weit sind die denn runter? So, das können wir hier mit Irene machen. Das war knapp. Warte mal, ich habe eine Idee. Das war eine schlechte Idee. War eine ganz furchtbar schlechte Idee. Wir haben literally ein HP. Fahren die irgendwo hin. Oh Gott, der fährt nach rechts. Warum fährt der denn nicht hoch wie jeder vernünftige Aufzug? Nein! Ich sag euch, ich habe den Dash gedrückt. Was ein schreckliches Gebiet. Wohin geht es denn dann auch? Das geht dann da unten nach rechts weiter. Also, wir müssen hier mal ein paar Sachen... Wir müssen uns hier um ein paar Dinge kümmern. Und zwar... Gelrod kommt wirklich mal weg. Das hat ja gar keinen Sinn. Irene ist immer noch strong. Ich finde ihn gar nicht so verkehrt. Weitreichende Schläge. Stich dreimal zu, das klingt relativ schnell. Ich probiere den mal kurz aus. Zeig mal, was du kannst. Ja, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Ist schneller als Gelrod, aber wie mache ich denn seinen Special-Attack? Oder habe ich da was falsch verstanden? Da stand doch, dass der dreimal so einen coolen Stich nach vorne macht. Stich dreimal in eine Richtung zu. In der Luft bleibt er stehen, um dreimal in eine Richtung zuzustechen. Was? Hab ich gedrückt halt? Ach so, nee, okay. Das ist eine Kombo, sind quasi diese drei Stiche und dann ist es mehr oder weniger wieder von vorne. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe. Dann werden wir doch mal schauen, ob wir damit weiterkommen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich muss es erstmal wirken lassen, was hier alles auf mich wartet. Und dann in der nächsten Folge gestärkt gegen diese schrecklich vielen Tumorwesen antreten. Ich freue mich jetzt schon drauf. Nicht. Aber was muss, das muss. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.